willkommen zurück zu unserem WWE 2K24 Universe Modus. Heute mit den ersten beiden Wochen im Mai und im Backlash. Und damit fangen wir an im Mai, in der ersten Woche SmackDown im Mai mit dem Match von uns gegen Elba Fire. Und dann schauen wir mal. Was wir dann diese Woche erwarten. Ja, in der letzten Woche haben wir das Match gewonnen. Und dann schauen wir mal, was uns heute in diesem Match erwartet. Da kommt Elfa und wir kommen schon wieder von hinten. Elba Fire hier auf die Ringtreppe. Hier. Gegen Elba Fire. Hier jetzt mit New Strikes. Und erneut New Strikes. Und den außerhalb des Rings hier. Abbekommt und die senden. Und da kriegen wir den Clothesline ab und Elba Fire bringt uns zurück in den Ring und damit ist das erstmal durch und hier mit dem Knie und dem kriegen wir da den Kick und wir können da den kontern und da gibt es ein Eilwissel. Der Kick geht ins Leder. Wir haben hier den Reversal gegen Elba Fire. Der Rocky geht auch ins Leder. Und der Flying Form von Elba Fire geht durch. Wir mit dem nächsten Konter. Und den Clothesline. Jetzt gibt es den Corner Dropkick. Und Elba Fire und den Stomp hier unter die Rücken. Den Kick. Und jetzt gibt's hier die Power Bomb. Den nächsten Kick. Und die Running Senden. Den Kick. Hier gibt's dann jetzt die Elbows. Den Kick, den Underhook, Suplex mit dem Wheelbarrow Neckbreaker und erneut den Elbow Drops hier. Da gibt es dann jetzt die Aktion auf Seil und wir fliegen über den Laptop heran. Elba Fire dreht sich nach draußen. Doch, da gibt es den Corkscrew Slam nach draußen außerhalb des Rings. Dann gibt es hier den Enzigiri außerhalb des Rings. Wir erholen uns hier mal. Es gibt hier den Underhook. Backdrop quasi. Das Cover hinten dran. Aber wir kontern. Da gibt es den zweiten Dropkick.
Kick, den Frog Splash. Die nächsten Minuten. Aber er bekommt das Körper. 1, 2, 3, das ist der Sieg. Etwas überraschend. Hier der Sieg gegen Elba Fein aus der Aktion. Wir holen erneut den Stahlstuhl. Und was haben wir jetzt, wo wir werden doch nicht wieder. Oh doch, das haben wir letzte Woche schon mal gesehen. Also auf den Arm wieder nicht. Oder wieder auf den Arm. Das haben wir doch letzte Woche so ähnlich schon gesehen. Das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Und damit schauen wir uns die Card der Woche an. Gustel, Toro und Joaquin Wild, also LWO gegen die Bloodline, gegen die Brawling Brutes. Und die Brawling Brutes gewinnen dieses Tornado Tag Team Match. Dann haben wir die Street Profits, die Pretty Deadly schlagen. Ashanti V. Adonis gewinnt gegen Cameron Grimes. Die Creed Brothers gewinnen gegen den OC. Scarlett verliert gegen Bailey. Wir gewinnen gegen Elba Fire, wie gesehen. AJ Styles gewinnt gegen Bray Wyatt. Roman Reigns schlägt Randy Orton. Und Austin Theory schlägt LA Knight. Weshalb wir dann mal weiter hinab gehen hier zu Backlash und schauen, was uns bei Backlash erwartet. Es gibt das Tag Team Match mit Liv Morgan gegen Aldon und Elba Fire. Dass wir dann jetzt mal hineingehen und wir müssen das Match beginnen gegen Elba Fire. Und dann schauen wir gleich in dieses Tag Team Match hinein. Damit gehen wir rein in dieses Match. Und Elba Fire bekommt doch nicht das irgendwie Blut ab. Das Knie geht nicht. Einfach Elba Fire's Knie geht daneben. Gibt den Irish Whip. Gibt den Kick. Elba Fire kommt in den Ring. Und wir den Irish Whip. Dem Anzugnuri hier. Und wir den erneuten Irish Whip. Den Schlag. Und den Irish Whip. Und Elfheim tritt der hier Liv Morgan erstmal niederstreckt. Doch als wir uns hier zu überlegen, können wir den Konter machen. Den Irish Whip. Jetzt will Elba Fire mal open up. Und das gibt hier jetzt den Suplex. Den Arrow. Und die Elbows hier gegen Elba Fire hinterher. Da gibt's den Kick. Und da den Sekunden. Ja, wer kriegt jetzt noch nicht mehr gekontert? Da kommt der Konter. Und die Kicks. Und der Irish Whip.
Der Schlag, der Kick. Gegen Tyler Don. Dann der Clothesline. Ja, Schulterblock, guter Conny Dropkick. Und der Kick hier auf die Wirbelsäule. Jetzt der Elber nach oben. Und es gibt die Tag Team Aktion. Wir setzen nach oben und mit dem Blockbuster nach unten. Was für eine Aktion hier von uns. Mit dem Slingshot gegen Aladdin. Und Backbreaker hier gegen Aladdin. Das Cover hinten dran. 1, 2, 2. Hier mit dem Wechsel. Wir gehen nach oben und zeigen den Blackjack. Das nächste Körper da hinten über hinterher. 1, 2, nein, nicht bis 3. Hier gibt es ja jetzt die Elbows hinterher. Elber Feier und der Schlag der Irish Whip, den wir nicht konnten, und dann gibt es doch den Konter von unserer Seite. Jetzt gibt es den Irish Whip, der Kick und den Coast to Coast Kick. Gegen Elber Feier, pardon, die Elbows hier. Und der Kick. Da gibt's den Hot Tag. Da gibt's den Kick. Den Irish Whip. Den Tag gibt es jetzt mit Lift. Die Schläge von Luft nach hinterher. Der Irish Whip bei einer Dorn, die hinterher geht. Und den Takedown mit dem Spinboard. Und Stomp. Und nochmal die Stomp. Nochmal gibt es die Stomp-Aktionen. Der Wechsel da mit Elder Fire. Und da gibt es den Irish Whip von Liv, den Dropkick hinterher, den sie hier zeigt. Da gibt es jetzt die Turnbuckle in die Ringecke. Der Suplex hat das gebraucht, das Cover hinten dran. 1, 2, 3, das ist der Sieg in diesem Tag Team Match für uns. Das überraschend, dass wir die Match hier gewinnen. Aber vielleicht die Chance auf ein weiteres Titelmatch. Mal schauen, was wir dann hier haben. Erstmal gewinnen wir die Fehde. Wie hat das Match gewonnen schon? Wir schauen uns dann jetzt nochmal die Card an von Backlash. Wir haben Kevin Owens, der gegen Dirty Dominic Mysterio gewinnt. Scarlett gewinnt gegen Shotzi. Wir Adonis gewinnt gegen Cameron Grimes. Austin Free schlägt LA Knight. Wir gewinnen, wie gesagt, gegen Adon und Elba Fire. Alexa Bliss schlägt Zoe Starks und ist damit neue Women's Undisputed Women's World Champion. So. Der Judgment Day gewinnt gegen The New Day. Drew McIntyre ist neuer World Heavyweight Champion und gewinnt das Triple Threat Match gegen Cody Rhodes und Seth Freakin' Rollins. Und Shinsuke Nakamura schlägt Seth Rollins in einem Einzelmatch im Main Event. Seth war somit zwei Matches
Und damit gehen wir dann rein in die zweite Maiwoche. Und wir haben das Einzelmatch gegen Isla Dawn. Dann schauen wir mal, was uns dann in diesem Match hier noch erwartet. Beziehungsweise, wie es denn dann weitergeht. Und dann gehen wir gleich mal rein in das Match und sind gespannt, was uns dann in diesem Match hier erwarten wird. Keine Aktion erstmal. Gibt es den neuen Strike? Und dann gibt es jetzt die Kicks. Erstmal. Da gibt es den Schlag. Den Strike hinterher. Gibt den Schlag, den nächsten Schlag. Und die Russian Leg Sweep von Isla Dawn hinterher. Und da gibt es das. Und da haben wir den Schlag. Und den Black Suplex. Und dann wir uns hochzukippen über die Ecke. Auch da sind wir zu spät mit dem Konter. Jetzt fighten wir uns hier mal raus mit dem Kick. Der Irish Whip. Pop-up Backbreaker hinterher. Kick und die Elbows. Gibt es jetzt hier auch noch von uns. Und es gibt den Kick, den Knee Strike, den Irish Whip. Er wird allein abgesetzt, bekommt den Schlag ab und noch einen. Und noch einen Drop und den Konter. Und dann den Back Suplex und den nächsten Knee Strikes. Den Irish Whip. Da wird hier leider nach oben abgesetzt. Es gibt den Schlag. Und es gibt hier den Phantom Driver. Und wir gehen auch gleich nach oben. Und kommen mit dem Laptop geflogen. Und der Kick, der Ex-Handle. Und dann gibt es den Irish Whip und den Pop-Up Backbreaker. Dann gibt es nochmal den Stomp und erneut die Elbow Strikes. Und da gibt es nochmal hier den Publikum. Der Springboard Elbow, der ins Leere geht. Irish Whip nach draußen. Von Isla Dawn gegen uns an dieser Stelle. Und Isla Dawn wird ja wohl nicht nach draußen fliegen. Liv Morgan lenkt sie jetzt ab. Weshalb wir dann im Prinzip jetzt uns von hinten an ihr Schläfen kommen, aber die Mistwerk geht völlig ins Leere. Isla Dawn geht nach draußen, nach oben. Will eine Aktion zeigen, der Prosperity geht auch durch. Im Prinzip gibt es den Kick jetzt hier auf den Arm. Und den nächsten Kick gegen den Kopf da. Und der Stomp.
Wir können den Konter nicht mit dem Suplex hinterher. Also wir können ja nicht mal den Konter. Da gibt es den Elbow Drop da. Das Cover hinten dran. Und wir kommen dann nochmal wieder raus aus dem Cover und rollen uns außerhalb des Rings. Und da kommt jetzt Albert Dorn nach draußen hin. Kommt der nicht gleich hinterher. Und es gibt die, also geht hier das Bein. Und die Schläge. Und erneut die Aktion gegen das Bein hier von Albardon. Da gibt es natürlich noch das Jubel mit dem jugendlichen Publikum. Wir sind bei 7. Da gibt es die Elbow, kommt ins Leere. Gibt den Kick. Und jetzt gibt es den Inverted Guilty Sleep außerhalb des Rings. Und die Aktion jetzt gegen das Bein. Und wir gehen dann bei 7 zurück in den Ring. Wir sind bei 8. Und wir sind bei 9. Gibt es dann, kommt einer dann zurück? Nein, kommt sie nicht. Sie schafft es nicht mehr, sie will nicht mehr. Wir gewinnen dieses Match durch Auszählen. Und Liv schiebt uns den Stahlstuhl zu, kommt erst in den Ring. Da wird der Ringrichter verscheucht und wir, da ist Alba Fire, die den Safe macht in dieser Sekunde. Also scheint hier anscheinend auch diese Fehde noch ein bisschen weiter zu gehen. Das wird höchst interessant. Wir schauen uns nochmal die Smackdown Card an. Wir haben Logan Paul, der LA Knight schlägt. Scarlett gewinnt das Super Threat Match gegen Mijin und Tamina. Cruz del Toro gewinnt gegen Edge Dawkins. Wir gewinnen gegen Isla Dawn. Big E schlägt. Big E schlägt Bray Wyatt so rum. Pretty Deadly gewinnt gegen die Bloodline. AJ Styles schlägt Randy Orton. Roman Reigns schlägt Bobby Lashley. Robert Root schlägt im Main Event gegen Austin Theory. Und damit an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit den Wochen 3 und 4 im Mai und Night of Champions. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.